Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge ATS. Heute wieder mit einer Errungenschaftsfahrt und diesmal sollte es was werden. Und zwar fahren wir von der Firma Namico unterhalb von Baden Teigpoder. So. Jo, alles klar. Und die Streckenlänge sollte 586 Meilen sein und sollte in 9 Stunden 56 Minuten geschafft sein. Sollten nicht die Streckenlänge beträgt 586 Meilen. So, Jutta, also alles klar. Einmal quer durch Montana. Ja, Streckenlänge war halt nicht anders möglich und heute wieder ohne Facecam-Bild, aber dafür ruckelfreier. Hoffe ich doch, dass ihr da das. Scheiße, jetzt sei ich hier beim. Beim Mausbrüllen irgendwas umgerissen bei mir in Live. So, na gut. Ich bin jetzt zu der Firma schnell hingefahren Lass und uns fahre loslegen. jetzt, stehe da im Prinzip auf dem Marker und fahre da erstmal rein. Wie gesagt, ich habe nur meinen LKW. Hier eine Fremdfracht plus Trailer und der steht hier an der Seite schon. Seht ihr? Da. Und dann kann ich den noch mal gleich abholen. So. Und jetzt muss ich mich heute anstrengen, weil es gilt drum, keine Strafzahlungen so zu bekommen. Nee. Was passiert das hier? Jetzt schon schräg im Trailer, das fängt ja schon mal gut an. Nee, das geht natürlich nicht. So. Die Pferdefarm andocken. So ist genau. Zeit zu gehen. Eingehängt und jetzt. Hallo, Uschi, schön, dass du wieder mit an Bord bist. So, und jetzt geht's los. Ohne Strafzahlung. Also schön, sachte und gemächlich. Fahren Biege nach rechts schön ab. vorschriftsmäßig. Das hier war jetzt noch Betriebssinn, wir brauchen nicht blinken, hoffe ich. Ja, wird schön. Ja, das will ich stoppen. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Ich bin so gescheit, Jutta, ist klar. Jetzt habe ich noch kein Titelbild gemacht. Naja, muss ich da. Oh! Einer! Da habe ich mich verguckt. Auf der Karte. So wie zu dem Kreuz zu können ausblendet werden.
Rindsviech. Ich hoffe mal, es gibt jetzt keine Strafzahlung. Aber ich habe nichts gehört. Eine Beschädigung durfte es auch nicht geben, weil. Biege nach rechts ab. Wie gesagt, das war ja. 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 So, na gut. So wie den mal Kreuze ausbilden. War realistisch, aber man muss natürlich auch schön aufs Navi achten. Links frei. Rausziehen. Ich schalte jetzt gleich 155 ein, dann ist gut. Wir dürfen zwar nicht zu spät kommen, aber ich glaube, das dürften wir mit 55 Meilen schaffen. Also, bitte äußert euch mal, ob euch das lieber ist mit Facecam und leichten Ruckler oder ohne Facecam, nur Ton in diesem Video. Das würde mich ja schon mal interessieren, dann könnte ich die Videos ein bisschen spezifischer für euch anfertigen. Bloß wie gesagt, nur Leuten, die jemanden auch Bescheid geben, kann man was machen, kann man was recht machen. Wenn halt keiner was sagt, dann ist es halt so. Aber jetzt ruht's nicht. Gut aus. Mal sehen. Muss ich mal gucken, vielleicht habe ich irgendwie in der Qualität von der Basecam ein bisschen übertrieben. Will man mich mal noch drum kümmern. Failing it. So. Diese Tore wird wieder zählen, bin ich mir fast 100%ig sicher. Also 99,9%. Wenn ich kein Rotlicht oder Gelblichtverstoß oder Unfall baue, oh, sollte ein Kind haben. Bitte rechts halten. Ding brauche ich nicht, ich bin schon auf der richtigen Spur.
Sieht doch, doch gut aus. Na. Schön ruhig bleiben, Ray. Ausschauen, Paar. Nicht schon mal so viel Stress in die Hände machen. Vielleicht könnt ihr auch mal so ein Putten mal als Titelbild. Nee, jetzt müssen wir schon noch mal vielleicht einen nochmal auf der Kante suchen. Jetzt ist so ein bisschen viel Verkehr. Oder wir stellen nachher. Und zwar irgendwo an den Rand. Ui, bin ich sehr flüssig hier. Aber ich darf eh nicht so schnell fahren. 40.
scheint wirklich so zu sein, will ich jetzt doch Brille aufnehmen. Paar-Video und über OBS bloßen Ton anbringen, ruckelt's nicht. Also, denk mal, wird daran liegen, dass die Facecam-Eigenschaften falsch sind. Bisschen zu groß und mächtig eingestellt. Mal schauen. Ich da jetzt habe ich wenigstens mal was, wo ich mal einen Hebel ansetzen kann. Da ein bisschen was zu verändern. Sieht doch schön aus hier an die Gegend. Fantastisch. Ups, jetzt hat sie noch mal ein kleines Leck gehabt. Aber gut. Schönes sonniges Wetter. 86 Grad Fahrenheit. Wie warm das auch immer sein sollte. Ach, schön. Hörst du auch 43? Ja, den besten Star fahre ich eigentlich ganz gerne. Ist zwar nicht so lang und nicht so eine riesen Kabine, aber als keine Schlafkabine drin und so, aber als Zugmaschine und so, das ist echt schön.
Wie weit haben wir schon noch? 5 Stunden, 30 Minuten, 319 Meilen. Oh. Passt schon. Das ist übrigens mein Donnerstag-Video. Nee, Quatsch. Mein Sonntag-Video, was ich am Donnerstag fahre. Jetzt haben wir es so um eins rum. Gleich müsste meine Premiere auch losgehen. Ja, mal sehen, ob ich noch vorher schaffe. Da ich mir die auch angucken kann. Also. Hin und wieder mache ich das ja schon mal, da ich mir meine Premiere reingucke. Ja, was heißt denn wieder ziemlich oft sogar? Schauen wir mal. Da. Das ist wieder die Speicher. Oh. Welche Speicher statt? Getreide oder was? An dieser Speicher. Stimmt. So irgendwas Korn oder so. Mais, Getreide. Reis vielleicht. Keine Ahnung. Ob man davon. Ob man das speichern muss oder so. Ich glaube. So rot, Wegstation ist offen. Also müssen wir raus. Rotes Licht. Jetzt muss ich mal ein bisschen nach oben fahren. Wegen der Strafzahlung. Ich bin ja 15 Meilen. Neben meinem Navi steht zwar keine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber. Naja. Egal. So, umgeschalten auf grün. Ah, Titelbild, Titelbild. Kann man hier gleich machen. So, das ist doch mal was. So, Knips. Und dann jetzt weiter. Hauptsache, winst da ja auch noch im Video.
ein bisschen schwierig im Rennen. Lass mich. Danke. Und jetzt 55 Meilen Rennen und gut. Drei Stunden 42, schon 5 Meilen. So, okay. Im Handy-Navi sehe ich das Ziel schon mal eingeblendet. Mein Großen noch nicht. Das ist schön. Ich kann mich immer an der Landschaft freuen. Eine Vielfalt, Abwechslung der Landschaft. Da haben sich etwas einfallen lassen. Großräumig.
bist sicher auch gleich Lüfflerin, oder? Nicht, dass ich meinen Auftrag wegschmeiße. Hat das von seinem Zungen oder was? Sieht sie so dermaßen weg hoch? Er hat mich ausgebremst und jetzt kommen wir mal zwischen. Ein Schluck Wasser trinken. Sieht er jetzt nicht, welche bei jedem Fiskenbild an, aber. Ah. Muss trotzdem mal sein. Stahlwerter. Ja, 20:09. Ja. Jetzt ist Tag zum Fahren.
den ganzen Tag durchgefahren. Und wer ist immer an meiner Seite? Die liebe Uschi. Aber das soll ja nicht so viel. Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts frei, links auch gut, alles klar. Bitte rechts halten. So schön sagt man nicht, dass ich so viele Meter noch Geschwindigkeitsverstoß habe oder abgegeben oder irgendwas rot. Wäre echt scheiße. Die ganze Strecke so gut observiert. Wieder ein Silo. Oder Silos.
immer geradeaus. Hui. Das hat mich auch erschrocken. Rot. Rot. Muss hier rum. Nee, renn nicht rum. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Muss hier erst rausfahren. Das ist klar. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Gut. Biege nach rechts ab. Hui, hab ich aber gerade mitgekriegt. Das war jetzt eine Herausforderung. Da hätte ich eine Straftat gekriegt. Zweite Form. Hä? Was jetzt? Ah! Falsch knapp. Boah. Das ist grün. Das war ja mit dem gelben Helm. Das hat mich ein bisschen arg irritiert. So. Aber gut. Nichts frei. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So, jetzt sind die zweite Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Was für schnell? Oh, 15. 15. Fünfzehn Meilen pro Stunde. Uiuiui. Was ist da ein? Da schläft man ja ein. Nach vorn. Aber Brot. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Aber links halten und dann rechts immer halten. Geradeaus. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Oh.
rechts jetzt halten. So ein Rotlicht mal geradeaus. Nee. Immer geradeaus. Lieber anhalten. Sonst habe ich da Arschkarte. Ganz strecke als Hütschere. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja. Biege nach rechts ab. Oh, jetzt ist mir das egal. Fahrt auf grün. Oh, wenn ich hier, glaube ich, fahren darf, aber wir jetzt nichts riskieren. Das wäre jetzt echt ärgerlich. So, jetzt. Das wäre dann nämlich echt ärgerlich. Letzter Meter. Rotlicht noch dort. Einbauen. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So eine Firma hier habe ich auch schon mal angeliefert. Da bin ich hier von oben gefahren. Biege nach links ab. Alles klar. Dann habe ich auch mitgekriegt, dass ich hinumwandeln hätte müssen sein. Das war eine schöne Fahrt. So. So, drüben habe ich doch mein, nee, hinten ist die. Beim Gelände Promo soll ich gar nicht fliegen. Nicht hin. Ach, hier an der Rampe. Boah, ey. Ja, muss ich jetzt dahin da haken. Na gut. Muss man das mal tun.
So. Ja, ich gucke gleich. Ich hier noch raus. Ah, falsch rum. Falsch. Wie schmeiße ich einen sonst schön ruhig und gemächlich. Nicht, dass wir jetzt wollte im letzten Meterchen noch was bauen. Wie ist da? Wie ist da? Hier doch. So. So. Und mal trotzdem mal ein Stückchen vor. Mal gleich gerade sind. Wir können uns reinklicken, hocken, reinhocken und dann kommen wir so noch. Jetzt sind wir da recht vorne. Das war ja nun der Luft. Und stopp. So. Dann hoffen wir, dass wir nicht so spät sind. Und ja, abgeben. Alles grün, alles gut, erfolgreich observiert. Und wie gesagt, wenn ihr nichts hört, dann hat die vorgezählt. Ich hoff's, aber naja. Gut, alles klar, dann schönen Riss und dann noch. Mach's gut, bis zur nächsten Runde.